Hier lohnt sich nicht mal ein Commentary. Mein Glück lässt sich, glaube ich, am besten mit den Worten nicht vorhanden beschreiben. Und mein Pech lässt sich einfach nur mit den Worten beschreiben. Immer zugegen. Oh. Na gut, er ist jetzt auch noch hier, dann mache ich mal was Waghalsiges. Weil ich meine, warum nicht? Bevor jetzt hier der Typ nämlich hochkommt, dann lieber das hier machen. So, als nächstes gehe ich dann auch erstmal nach unten. Wäre schön, wenn ich einen unten hätte, aber ich glaube persönlich nicht dran. Ich habe heute alle Rekorde von Zufällen gebrochen, die man eigentlich fast im Payday haben kann. Also mir ist kein einziges Individuum bekannt, was schon mal so viel Glück und gleichzeitig dann Pech im Anschluss auf einmal hatte. So, hier saß keiner. Aber hier kann ich hacken. Geht in dem Run eigentlich auch irgendwas gut? Denn ich glaube nicht. Ja, gut, der spottet mich auch. Dann darf ich hier hingehen. Was will ich machen? Ich hatte fünfmal in Folge unten den PC. Also ich habe auch persönlich nicht damit gerechnet, dass ich den jetzt wieder unten kriege. Das wäre einfach zu viel des Guten gewesen. Komm schon, dreh doch ab! Okay. Solange ich nicht wieder wie gestern gleich 8 PCs hacken darf und dann immer noch nicht den richtigen habe. Ja, Leute, das geht. Es gibt teilweise Szenarien, wo 9 PCs spawnen und ich habe 8 gehackt, nicht den richtigen gefunden und der einzige, der noch übrig war, war der einzige, den man nicht erreichen konnte vom RNG-Setting her. Also zumindest, wenn man keine Zivis tötet. Und da ich ja hier eine Challenge mache, durfte ich dann direkt restarten. Nach 20 Minuten Tryhard-Stealth. Das war schön. Wirklich. Also es war ein pures Freudenfest. Die Emotionen, die ja, das war sozusagen ein Overload an Emotionen, den ich da hatte. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der ist. Langsam wäre es nämlich Zeit. Welche PCs gibt es denn noch? Ihn gibt es noch. Und ihn hier nicht. Okay. Dann wahrscheinlich ihn hier, oder? Oh. Nein, ihn hier, okay. Also den hier. Langsam hätte... Wisst ihr, wenn man auf YouTube guckt, sieht man solche Videos, da kriegt jemand irgendwie im ersten oder im zweiten PC den Video. Ich zeige euch genau das Gegenteil. How to get the PC in the very, very, very last one. Scheiße. Ich brauche jetzt ein bisschen Glück. Bitte den hier. Bitte. Was auch sonst.
Ja, ich muss jetzt warten, bis er fertig ist, mich an den PC heranschleichen, hacken und dann irgendwie wieder wegkommen. Es ist fraglich, ob ich das schaffe. Ich warte eigentlich nur darauf, dass jetzt hier ein Roamer kommt. Komm, 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 geh. Ja, darauf habe ich gewartet. Genau auf diese Alte, die da kommt, um mir den Tag zu versüßen. Oh, shit. Ich bin gefickt, oder? Ah, ich bin gefickt. Oh, ich bin nicht gefickt. Oh mein Gott. Beweg dich! Oh. Gib mir den Code. Weg, 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 weg. Wen habe ich denn jetzt hier alles? Ihn hier? Oh komm, bitte sag mir, dass es hier eine Gelegenheit zum Wegkommen gibt. Scheiße, ich glaube nicht. Da hinten komme ich nicht vor. Ich muss hier raus. So, so, 6 Minuten. Das, meine lieben Freunde, was ihr da seht, ist nicht Glück oder irgendwas. Das war endlich mal Skill. Jetzt habe ich endlich mal nicht Pech gehabt. Wie es in den anderen 50 Trilliarden Versuchen war, nicht bis jetzt, aber jetzt habe ich verkackt, weil jetzt habe ich nämlich meine Fresse aufgerissen und das wird instant bestraft. Das war bisher immer so. Wenn ich einen Vault auf der rechten Seite kriege, dann dürfte ich mit wenigstens Funkenglück dürfte ich durch sein. Krieg ich einen Vault auf der linken Seite, kommt es darauf an, welchen kriege ich unten links, wie die letzten 4 Male, also wie die 4 Male in Folge, die legendären 4 Male, dann brauche ich es erst gar nicht zu probieren, das weiß ich jetzt schon, dass ich das nicht schaffen werde. Oben links ist immer noch möglich, wenn ich sogar einfach, weil man sich dann leicht runterdroppen lassen kann, ist sogar der kürzeste Weg. Man muss halt nur schauen, dass man dann einen freien Weg hat, ansonsten geht das und dann, naja. Das hat seine Gründe, warum ich die Säge mitgenommen habe. Lieber 10 Detection Risk und dafür 10 Minuten weniger per Hand knacken. Weil, wie ich mich kenne, werde ich das dann eh noch verkacken. Elevators are on the move. Expect company. Ja, ja. Ben, ich expecte company, keine Sorge. Gib mir halt den scheiß Call. Geht doch. Bringt mir aber rein gar nichts. Ich darf trotzdem noch jetzt die 1,5 Minuten hier warten. Ich überlege gerade, also ich kann mich, was solche Sachen angeht, ziemlich gut erinnern. Ich habe bisher während meines gesamten Spielens auf Big Bang, und glaubt mir, das sind so unglaublich viele Tries, die probiere ich jetzt gar nicht zu zählen, bisher insgesamt nur 2 Mal, dass Gensec mir jemanden geschickt hat. Und das war auch nur so eine Standardguard ohne Pager. Die man auch easy wegsnacken konnte. Die hat sich dann... Wartet, ich hatte da den Standard Escape und die hatte sich da platziert. Also davor. Die hat quasi die Treppe im Blick gehabt. Ich wüsste sehr gerne, wo die Guard ist, damit ich dann nicht wie vorhin wieder meine... Pass auf, ich möchte mal eine Frage stellen. Stellt euch vor, ihr könnt die gesamte Area von hier zur Treppe rüber alles überblicken, ja? Und jetzt stellt euch weiterhin vor, ihr sprintet von hier nach unten in diesen Eingang. Da unten gibt es ja diesen Gang, der geht dann nach links, dann darunter zum Vault. Und da ist dann dieser Serverraum. Was denkt ihr? Wie hoch ist die Chance, dass man von diesem Stück, wo man in diesen Gang reingeht zum Serverroom, dass genau in diesem Moment genau dort eine Guard ist, und zwar genau so, dass man unausweichlich in die Guard reinläuft und gespottet wird? Was denkt ihr, wie hoch ist die? Weil ich habe dadurch schon so oft verkackt. Das glaubt ihr nicht.
Ja, es geht nur nach vorne. Ich habe damit gerechnet, dass die Garde da steht. Okay. Oben links. Gut. Dann habe ich das hier. Dann brauche ich auf jeden Fall hier eine. Ich habe sogar das Office. Okay. Ich glaube, da war das... das habe ich auch noch nicht. Da war, glaube ich, dann gerade sozusagen der Spot vergeben. Das Problem ist... Ich muss mir halt jetzt auch noch hier unten den Code... den Scheiß hier holen. Zum einen muss ich nochmal zurück, um den Code zu holen. Dafür habe ich, wie gesagt, am meisten Sorge. Dann eben das hier noch. Nennt es aber, glaube ich, aber ich habe ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Was aber auch nicht verwunderlich ist bei den ganzen Fehlversuchen und Problemen, die ich bisher hatte. Mir fällt auch gerade ein, dass ich ja nicht mal im Office die Bags zwischenlagern kann. Denn wie Angie so oft bewiesen hat, habe ich dort schon sehr oft die Guards reingeschickt bekommen. Ist ungünstig. Und wenn ich das richtig sehe, habe ich auch wieder nicht das Glück für eine AFK-Guard. Aber dass ich überhaupt das Glück habe, dass ich bis hier hingekommen bin, das sagt mir schon einiges. Ich dachte gerade, der will jetzt gerade einen anderen Weg einschlagen. Gut. Oh Gott, da war die Guard gerade. Habt ihr sie gesehen, rechts? Da. Es ist nur die Frage, wohin er geht. Weil wenn ich das richtig sehe, ist der Weg ansonsten nach oben hin frei. Zum Manager's Office, wenn er nicht wäre. Aber natürlich ist er, denn was wäre das Spiel ohne so eine richtig schöne Fist-Aktion in the ass? Stellt er sich jetzt da oben hin? Ja gut, dann... gehe ich erst noch mal eine Runde zurück. Gut. Ich muss wieder weg. Er kommt jetzt hier rein, super. Also RNG-technisch läuft gerade top, würde ich sagen, ne? Läuft ungefähr so gut wie einer ohne Beine, aber was will man machen? Bitte sag mir, dass da keiner steht. Ah, okay.
Er kommt jetzt die Treppe hoch, nicht wahr? Und da brauche ich jetzt nicht lang zu gehen. Ich krieg ein bisschen Kopfschmerzen von dem Quatsch, ey. Ich meine, guckt es euch wieder an. Wenn es RNG-technisch wenigstens einmal so laufen würde, als ob ich nicht einen ohne Arme und Beine probiere, einen Berg mit der Steigung von 75 Grad hochzukommen. Das wäre ja schon mal etwas. Aber nein, das wäre ja schon zu viel verlangt. Boah, Alter, jetzt komm. Beweg dich. Oh nein, andere Richtung. Ich klinge gerade bestimmt wie so ein Jeremy Pascal, der so richtig behindert rumheult. Aber ja, ich habe ein Anrecht darauf. Und was zum Teufel geht hier ab? Wo ist jetzt die Gas? Nein. Komm, lang aber sicherer. Ah nein, 5, 6. Das wäre da gewesen, mein Rhythmus. So, jetzt muss ich nur mal kurz, bevor ich jetzt hier irgendeinen Quatsch weitermache, schauen, dass ich die Tripmines richtig setze. Denn die Guards haben eine Tendenz, sich hier hinzustellen. Also da pflanze ich auf jeden Fall noch eine hin. Hier so. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Drei habe ich noch. Eine sollte ich hier hin. Ach ja, genau, eine muss ich mir aufheben. Und zwar eine muss hier für die Treppe, die nach unten hingeht, hin. Ist auch die wichtigste, aber ich muss halt mal schauen, dass ich überhaupt zu dieser Treppe hinkomme. Er wird nach oben kommen, oder? Was auch sonst. Oh Mann. Ja genau, und eine vielleicht hier hinten, weil hier hinten stehen sie ja manchmal, aber die habe ich definitiv falsch falsch gesetzt. Ja, die habe ich falsch gesetzt. Mist. Mehr erste Sicherheit noch jetzt mal hier Sixth Sense usen, seit ich hier schon mal deswegen verkackt habe. Oh, Geld, ja. Mir wäre es natürlich am liebsten, in den gesamten Teilen jeweils nur 3 zu finden, aber man hat nicht immer so viel Glück. Also wird schon reichen, wenn ich jetzt nur 2x4 Geld finde oder so. Ich mir überlege, dass ich das früher noch per Hand geknackt habe. Ich war früher echt ein ziemlicher Retard. Aber bevor ich jetzt den Van in the Garage bringe, bringe ich erstmal das ganze Gold weg. Nein.
Mann, kein Gold. Da hole ich lieber nochmal nach. Oh Mann. Aber bis jetzt ist es nur 3 Gold. Also es könnte bei 3 Gold bleiben, wenn ich Glück habe. Das wäre schon ziemlich nice. Ja, aber natürlich habe ich kein Glück. Schade. Gut, also 4-mal extra Gold und 4-mal extra Geld. Wie ich bereits gesagt habe, wir fangen auf jeden Fall an mit dem Gold. Schade. Eine Tripmine hätte ich mir tatsächlich sparen sollen. Na gut, nur er ist da unten. Bitte was? Ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich hier ausweichen. Und hier hingehen. Weil ich glaube, der wird hier durchkommen. Oder? Ja. Der Schnettgott. Wo ist der jetzt? Drei around. Also niemand hier. Okay, da hinten. Okay. Ja, wieso bin ich... Wieso use ich denn nicht Sixth Sense, ich Affe? So, hinstellen, Sixth Sense, so, alles easy. Komm jetzt. Oh yeah. Did it! Did it! Did it! Also einer hat sich schon mal bewegt, fehlt nur noch einer. Aber der sieht es echt nicht ein. Leider. Okay. Natürlich witzig, wenn der da hinten jetzt AFK gegangen ist, aber so viel Glück. da muss ich lachen. Ich und der AFK-Guard. Oh, der war gut. Ich und Glück, der ist noch besser. Das habe ich erwartet, dass da einer steht. Weil wegen zu offensichtlich. Komm. Na komm. Tut mir leid. Ich sollte, falls er daran denkt, hier die Treppen hochzugehen, noch schnell hier vorbeilaufen. Man weiß ja nie, was das RNG so mit sich bringt. Also was RNG angeht, traue ich Payne inzwischen absolut alles zu. Wirklich absolut alles. Also vom absolut allerbesten, was ich hier schon gesehen habe bei manchen Leuten, wie auch dem allerallerschlechtesten, was ich bei mir schon selbst erlebt habe.
Also, die Möglichkeiten sind endlos. Wartet mal, kann ich nicht rechnen? Bin ich behindert? Es gibt doch 4 Gold. Ja? 4 Standardgold? Plus 3 weitere, da komme ich doch auf 7 Gold. Wieso habe ich denn 7? Ich dachte, ich habe... Also ich meine, habe ich nichts dagegen, dann habe ich nur 3 Goldtaschen zu transportieren extra. Aber ich bin verwirrt. Ich habe nicht den Sixth Sense Check gemacht, aber ich krieg zum Glück dafür nicht aufs Maul. Naja, einmal rein, einmal raus, na, wen juckt's das schon? Hauptsache, da hinten kommt Captain Kevin nochmal angeronnt. Da ist er. Na gut, er stellt sich jetzt natürlich hier hin. Ob ich es wagen kann, jetzt hier mal was zwischenzulagern? Eigentlich nicht. Aber uneigentlich mache ich es jetzt einfach mal. Ich werde es wahrscheinlich wie immer bereuen. Ich nehme jetzt dafür auch nur Geld. Wenn das mir der Bankräuber sagen würde, ich nehme nur Geld. Das Gold können sie behalten. Es wäre ein sehr sympathischer Bankräuber. Aber gut, bevor ich mich jetzt hier wieder in endlosen Redeflüssen verliere, nehme ich mir lieber hier das wieder. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass, falls es passieren sollte, dass da einer reinläuft, ich sowieso komplett gefickt bin, weil... Wenn dann wirklich einer reinläuft, dann... Oh Gott, jetzt habe ich mich gerade selber fast gefickt. Aber das habe ich auch... Das hätte ich verdient gehabt, da war ich zu aggressiv. Wenn einer reinlaufen würde, dann allerhöchstens... Und zwar wirklich, das meine ich ernst, weil wegen RNG und so... Dann würde höchstens einer reinlaufen, wenn... Oder rauskommen, wenn ich gerade reinlaufe oder mit einem Goldbag unterwegs bin. Oder mit einem anderen Bag, sodass ich mich nicht gut bewegen kann. Gut, hier steht schon mal keiner. Schaffe ich noch. Aber mit Tripmines geht das Ganze eigentlich sogar. Zumindest die kritischen Punkte konnte ich alle absafen, beziehungsweise sind alle abgesaved. Oh! Lustig, ey. Lustig. Nochmal kurz zur Kontrolle. Das ist leer, das... Okay. Also wie ihr seht, die einzige Schwierigkeit, die ich jetzt noch habe, ist, das Ganze jetzt Lumpe rauszubringen. Also haben wir noch 2 Goldtaschen und 14 Geldtaschen. Erstaunlich, wie schlecht ich im Kopf rechnen bin. Ich dachte, wir haben wirklich 23. Es sind zum Glück nur 22.
Ich trau, ohne Scheiß, Leute, ich trau mich nichts mehr hier zwischenzulagern. Das ist mir schon zu oft passiert. Die Chance ist astronomisch gering, aber falls es passieren kann, passiert es mir. Punkt. Das, bei mir ist Murphy's Law Standardgesetz. Das ist bei mir gilt nicht das deutsche Rechtssystem, nee, bei mir gilt einfach nur Murphy's Law, fertig. Der einzigen Regel, der ich unterliege. Nee, die einzige Regel, der ich unterliege. Das einzige Gesetz, dem ich unterliege. Ja. Zum Glück habe ich jetzt den ATM schon geholt. Wer weiß, was da noch alles passieren würde oder passiert wäre. Okay. Ah, 50 Minuten Video. Na super. Das zu rendern, das wird witzig. Ich könnte ja vielleicht noch ein bisschen Effekte reinschneiden, aber das finde ich eh viel zu faul. Ich habe eigentlich erwartet, dass er sich jetzt umdreht, weil das wäre genau das gewesen, was eigentlich normalerweise passiert. So, 14 Taschen Geld to go. Na gut, ich kann jetzt sowieso nichts machen. Solange er da AFK rumsteht, kann ich ein paar Runden im Kreis drin Ringel, Ringel, Reihe singen. Aber das war's auch. Wie lange steht der denn da noch? Je länger der da steht, desto weniger traue ich mich raus. Weil die Chance umso größer ist, dass der sich dann... Ja, ich wollte gerade sagen, ich will jetzt eigentlich schon rausgehen. Aber dann, ja, wissen wir, was passiert wäre. Und jetzt, da ich Geld habe und wenigstens etwas mobil bin... Ist ja nicht ganz so mobil wie unsere Wehrmacht damals, aber... Wow. Knapp. Gut, ich weiß ja, dass jetzt hier gleich einer kommt. Und da war er. Ich habe mich gerade vor Mint gefragt, wo der war, muss ich ehrlich sagen. War verschwunden. Niemand da? Alles klar. Ach, da geht gerade einer. Dann, okay. Das macht Sinn. Das, ich muss aber sagen, es ist ziemlich extrem, wie viele Guards ich dieses Mal habe, die hier nach oben gehen, weil ich glaube, das ist sonst nicht so oft der Fall. Normalerweise habe ich das ziemlich selten. Aber gut, was beschwere ich mich? So, ich stelle es jetzt bei den Tripmines rein.
Ist ein wahres Piepfest hier für die Ohren. Didit! Boah, für jedes Piepen 10 Cent. Na, hallo die Waldfee. Nein, sagen würde ich nicht. Und das hätte auch wieder schief gehen können, aber gut. Es ging zum Glück nicht schief. Elf Taschen also noch. Super. Das weiß ich jetzt 10. Ich bin so optimistisch und sage, dass ich diese Tasche weggetragen kriege. Lol. Ich sage zu oft solche Worte, das tut mir auch leid. Aber manchmal, das ist einfach dieser im Ausdruck oder im Moment größte Überraschung, sind das einfach solche Worte, die einem einfallen. Aber wie er da hingehen wollte, gemerkt hat, nee, da ist kein Platz frei, Mama. Gut, 10 Taschen to go. Und schon 36 Minuten aufgenommen, was für ein Trauerspiel. Aber gut, ich durfte ja auch gleich 8 PCs am Anfang hacken. Guck mal, da habt ihr mal zur Abwechslung einen Run oben, der die wahre Realität zeigt, so wie es eigentlich aussieht. Kommt, ich mach mal jetzt hier ein bisschen Risiko. Was waghalsiges. Aber nicht mehr als 2 auf einmal tatsächlich. Waghalsiger werde ich dann doch nicht. Und ich gehe auch sofort wieder dahin, damit ich das hier kriege. Ich weiß, dass er da unten ist. Aber den hätte ich gehört, wenn er da durch die Tripmine gegangen wäre. Jetzt habe ich ihn gehört. Bin ich gerade ziemlich ungünstig. Aber ich bin auch weggekommen. Okay. Kaum zu glauben, dass schon Dienstag ist. Ach ja, Mathe-Leistungskurs. Das ist schon ein schönes Fach. Warum jemand das gerade so fragt? Ich bin ja im Impro-Kurs und mit meinem Impro-Kurs mache ich jetzt einen Ausflug, wo wir uns unser jetziges Stück anschauen werden. Und weil wir erst gegen 9:30 wieder zurück sind, haben wir eigentlich für alle, die im Impro-Kurs sind, eine Freistellung bekommen für den nächsten Tag. Problem ist aber, dass es gewisse Individuen gibt, die auch in diesem Kurs sind, die leider so blöd waren, mal den Leistungskurs zu nehmen und weiterhin das Pech hatten, auch noch diesen Lehrer zu kriegen, den ich habe. Was nicht heißen soll, dass ich ihn nicht mag, den Lehrer. Ich mag den total, aber die Arbeiten sind halt... Ich sag mal, in Relation zu anderen Arbeiten vom anderen Leistungskurs muss ich schon sagen, da habe ich eindeutig den kürzeren gezogen. Jedenfalls, morgen hätte ich, wie gesagt, erst zur vierten, also erst zur fünften auftauchen müssen, weil die erste ist generell bei uns Ausfall. Zweite wäre entweder Chemie oder Bio bei den meisten. Habe ich halt nicht. Also ich hätte halt morgen nicht Chemie gehabt in diesem spezifischen Fall. Und dann hätte ich noch 2 Stunden Leistungskurs schwänzen können, in Anführungszeichen. Aber da mir das absolut nichts gebracht hätte und ich dann 2 Stunden Mathe nachholen und ich 2 Stunden Mathe nachholen hätte müssen. Jedenfalls hätte ich hätte so viel nachholen müssen, weil wenn 2 Stunden Mathe teilweise ganze Themengebiete abklappern, dass das eher mein Nachteil gewesen wäre als mein Vorteil. Ein paar sind es noch. Ich möchte nur kurz dazu sagen, ich bin ja gerade momentan 11. Klasse, 2. Semester. Shoutout an alle Leute, die an dieser Stelle auch schon mit Rotationsintegralen gerechnet haben. Mein Beileid habt ihr auf jeden Fall. Wir sind gerade dabei. Muss nicht sein. Rotationsintegrale und... Naja, das war's eigentlich. Was war denn das andere Thema? Das weiß ich gar nicht. Wir haben das so sowas so nebenbei behandelt.
quasi. Also alles, was, sag ich mal, auf einer Schwierigkeitsgrad Stufe 1 bis 10 ist, so, ich sag mal, bis zu 8, das behandeln wir in knapp einer Stunde, beziehungsweise in 2 Stunden. Alles, was 8 bis 10 ist, da kriegen wir dann noch zusätzlich eine Aufgabe vorgesetzt. Und dann wird es geübt, sodass meistens keiner irgendeinen Plan hat. So sieht es ungefähr aus bei uns im Mathe-Leistungskurs. Wer ist noch hier? Ah, da. Hello, darkness, my old friend. Also ich will dir jetzt nichts sagen. Wenn ich jetzt was sage, verkacke ich es wieder. Aber kaum habe ich mal nicht den Vault unten links, da läuft sie auf einmal. Mensch, was ist das denn? So ein Zufall aber auch. Wo? Da. Okay. Und 41 Minuten ist echt nicht schlecht, weil wenn ich mir überlege, wenn ich das ohne Säge gemacht hätte, hätte ich auch 40 Minuten, also gut, 40 Minuten komplett durch zu sein. Aber trotzdem halt eben 40 Minuten gebraucht. Ich wollte gerade los, Mann! Ich wollte gerade los springen! Alter! Nee! Wie viel sind's denn noch? 2 Taschen nur noch? Nee, 3, nicht wahr? 3. Ja, 3. Da lasse ich mich erst gar nicht nach unten fallen. Da gehe ich lieber den sicheren Weg. Peter? Alter! So ein Mongoloid, der Junge. Echt. Ich muss auch sagen, ich habe auch gerade eigentlich keinen Puls. Puls hätte ich höchstens, wenn ich jetzt wieder verkacken würde. Keiner dabei, okay. You spin my head right round, when you go down, down. Gunnar, da kann ich jetzt auch nicht weiter lang. Hui! Hui! Ach ja, mir müsste man eigentlich einen Behindertenschein ausstellen für geistige Unreife. Aber wenn man das so sieht, müssten viele Leute, die ich kenne, so einen bekommen. Na, Julian? Na, Bruno? Wie geht's euch beiden? Schön, dass ich euch an dieser Stelle einmal erwähnen darf und als Paradebeispiel anführen darf. Leider habe ich die Songs, die Julian gestern so schön rausgekloppt hat, gelöscht in einem Anflug von Rage. Aber ich kann euch sagen, Julian hat so schön gesungen. Also, eine derartig wunderschöne Kakophonie habe ich noch nie gehört. Letzte Tasche, ne? Dann soll ich jetzt mal kurz vorsichtig spielen, damit jetzt hier nichts schief geht. Oh, passt eigentlich. Endlich. Ah, ich habe bestimmt 15 Versuche oder so gebraucht. Endlich. Ich habe hier einen Hut, ihr könnt es hier oben sehen. Instacash beweist auch, dass ich ein ATM geholt habe. You
you spin me right round, baby, right round, when you go down, when you go down, down. Na gut, ich summe und humme und keine Ahnung, was zu viel. Und es ist jetzt gerade 14.05 Uhr, das passt eigentlich. Passt sogar wirklich. Also, all it possible, ATM. Ich habe sogar noch 6 Cable Ties, ich wurde nicht mehr gespottet. Nice, komplett ungespottet. Ja, meine lieben Freunde, würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Play wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.